Ich erzähle den ganzen Tag den Leuten etwas über eine wunderbare Manufaktur, über Tradition, Authentizität und Qualität, und das macht Spaß. Und ich glaube, das kann nicht jeder von seinem Beruf sagen. Denn morgen stehe ich auf mit der Manufaktur und gehe mit ihr abends schlafen. Und das Allerschönste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ist, glaube ich, dass man jeden Tag so sein kann, wie man will und wie man ist. Und das sieht man, glaube ich, an mir ganz genau. Unsere Geschichte stimmt zu 100%, darum sage ich auch immer wieder Qualität, Authentizität und Tradition. Authentizität und Tradition werden hier ganz groß geschrieben. Das heißt also fünfte Generation, in der Familie die dritte Generation, in der Firma die fünfte Generation. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Angefangen ist das 1909 mit einem Herrn, der hieß Ildefons Auerbach. Der hat das dann abgegeben, 35, an einen Herrn Tübke. Und Herr Tübke hat dann 53 Herrn Stelli in die Firma geholt, der Vater von meinem Patenonkel. Und seitdem ist das hier in Familienbesitz. Ich lebe in Berlin, oder ich freue mich, in Berlin zu leben, weil diese Stadt so unheimlich offen ist. Und es gibt hier alles. Von Fußballspielern bis hin zu Golfspielern. Es gibt hier Beamten bis hin zum Multimillionär. Es gibt hier Menschen, die mit der U-Bahn fahren, und Menschen, die mit der Limousine fahren. Es ist, glaube ich, keine Stadt auf der Welt so vielfältig wie Berlin. Vielleicht noch New York. Aber dann hört es auf der Welt auch schon auf. Das beste Beispiel ist Düsseldorf. Düsseldorf ist nicht facettenreich. Düsseldorf hat eine Schickeria, hat wenig Popularität in meinen Augen und hat eben das, warum Köln Düsseldorf nicht leiden kann. Aber jetzt zurück zum Thema. Die Berliner sind Leute, die, oder der Berliner ist jemand, der feinfühlig ist, aber auch eine große Klappe hat und grundsätzlich keinen Geschmack. Mode ist eine Reise, sagte unlängst Escada-Eignerin Mega Mittal, was mich an meine Reise durch die Modemetropolen Deutschlands erinnerte. Eine der Stationen, Berlin. Immer eine Reise wert und 1000 Bilder sowieso. Unter anderem war ich in Berlin zu Besuch bei Deutschlands ältester Krawattenmanufaktur, Etzer Kronen. Mein Gastgeber war Jan-Hendrik Schäfer-Stucke. Die beiden stehen für Krawatten, Fliegen, Schleifen, Einstecktücher, Kummerbünde, Haus- und Morgenmäntel vom Allerfeinsten. Und Herr Schäfer-Stucke repräsentiert für mich sowas wie Lagerfeld 2.0. In anderen Worten, von diesem Mann werden Sie noch häufiger hören. Das können Sie hier und bereits jetzt in den nächsten 5 Minuten. Ich klinke mich erstmal für heute aus, was bedeutet, dass er das Wort hat, und noch 2 weitere Teile des Interviews folgen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, und meine Frage an Herrn Schäfer-Stucke, der meine ganze Sympathie besitzt, lautete: Manche halten Sie outfit-technisch eher für etwas schrill. Ist da was dran? Ja, also es ist ja nicht, ich bin ja nicht schrill, sondern das sind alles ganz klassische Stoffe aus den 20er Jahren zum Teil viel, viel älter. Dieser Check ist älter als die deutsche Geschichte wahrscheinlich. Also das ist ein Check, den es im 13. Jahrhundert schon gab, als Schottenrock im schottischen Hochland. Also schrill ist was anderes. Also es ist heute nicht mehr, ich bin nicht so angepasst wie andere. Ich hole Sachen aus der Mooskiste wieder raus, wo ich sage, hey, das finde ich aber gut, das finde ich aber interessant, kann man ja mal wieder zeigen. Und dann gefällt es mir auch noch, ich mache das ja nicht nur, damit ich aussehe wie ein bunter Paradiesvogel und aus Werbezwecken, sondern es ist tatsächlich so, wenn man mal in meinem Bekanntenkreis rumfragt, das ist jetzt nicht so, der verkleidet sich hier oder der bindet sich hier irgendwie so eine Schleife um, damit er aussieht wie ein Geschenk oder was weiß ich. Oder eine Kopie von Truman Capote ist. Nein, überhaupt nicht. Und es geht hier tatsächlich so um das Thema, ich lebe mich so aus, wie es mir Spaß macht. Dass das dann auch zu 100% hier auf die Firma passt, das ist Zufall. Also es ist Fügung.
Ja? Es hätte auch sein können, dass ich einen Partneronkel habe, der Schrauben verkauft. Und ich glaube, mit Schrauben, ich hätte mit Schrauben auch kein Problem gehabt. Aber ich glaube, dass dann mit Schrauben verkaufen das doch ein bisschen schwieriger wäre, als es mit den Krawatten zu verkaufen. Stil ist in meinem Leben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber es gibt eben Ansichtssache. Die Ansichtssache ist Stil 1, Stil 2, Stil 3, Stil 4, bis in die Unendlichkeit. Ich kann sagen, was mir gefällt und ich kann sagen, was ich stilvoll finde. Aber auf der anderen Seite gibt es dann jemand, der sagt, der Stil, also ganz im Gegenteil, das ist eher stillos, was der da macht. Okay, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber zum guten Stil gehört es zum Beispiel, nicht über andere Leute schlecht zu reden. Es geht mehr um das Zwischenmenschliche. Da rede ich vom Stil. Man kann, glaube ich, im Modebereich nur insoweit von Stil reden, dass man das trägt, was einem wirklich selber gut gefällt, das, was man mag, das, wo man sich wohlfühlt. Und wenn ich mich den ganzen Tag im Jogginganzug wohlfühle, was muss ich denn dann eine Krawatte tragen? Authentizität ist das große Stichwort.